Guten Tag, Herr Giegold. Sie kommen gerade aus der Diskussion über den Wandel des Politischen im Zeitalter der Postdemokratie. Können Sie kurz einmal in zwei Sätzen zusammenfassen, was Postdemokratie oder Ihren Standpunkt der Postdemokratie in zwei Sätzen zusammenfassen? Also, Postdemokratie bedeutet für mich, dass bestimmte Entscheidungen nicht mehr dort getroffen werden, wo sie eigentlich getroffen werden sollten, sondern faktisch durch Sachzwänge ersetzt wurden. Das beste Beispiel ist vielleicht die Bankenrettung. Das hat keine Partei im Wahlprogramm gehabt. Es gab praktisch einen Zwang. Entweder lässt man den Euro scheitern, dadurch, dass die Banken eine nach dem anderen in den Konkurs gehen, oder man rettet sie. Es wurde dann die Rettungsentscheidung getroffen. Und vorher gab es eben einen langen Prozess der Deregulierung der Finanzmärkte. Und das waren zwar demokratische Entscheidungen, haben dann aber eben in einen faktisch entdemokratisierten Raum überführt. Und aus meiner Sicht die Antwort darauf ist allerdings nicht der Abgesang auf die Demokratie, sondern die Wiederherstellung von politischer Kontrolle über wirtschaftliche Prozesse. Trägt aber nicht gerade die Struktur der EU zur Entwicklung der Postdemokratie bei? Ich glaube, die EU ist dort janusköpfig. Auf der einen Seite ist genau die Unfähigkeit nationaler Staaten, die Probleme zu lösen, die Globalisierung erzeugt haben, Klimawandel, Finanzmarktderegulierung, stärkere Ungleichheit. Da ist unsere Antwort darauf mehr Europa. Also ein Europa, das wieder politische Entscheidungen treffen kann und damit Probleme auch demokratisch unter Kontrolle bringen kann. Soweit ist Europa eigentlich genau pro-demokratisch. Und zwar einfach, weil wir dadurch wieder Kontrolle gewinnen. Aber ein Teil der Art und Weise, wie da Entscheidungen getroffen werden, sind eben nicht demokratisch. Zum Beispiel, dass der Rat der Mitgliedsländer, wo hinter verschlossenen Türen verhandelt wird, eben ähnlich wie übrigens der Bundesrat, dass dort so viele Entscheidungen getroffen werden, fernab der Bürger. Auch die große Macht einzelner Lobbygruppen in Brüssel hat mit Demokratie nicht sehr viel zu tun. Und dadurch ist es janusköpfig. Und was müsste denn jetzt getan werden, damit die EU handlungsfähiger und demokratiefähiger wird? Also aus meiner Sicht müssen wir letztlich hin dazu, dass die Entscheidungen, die wir europäisch treffen wollen, wir wollen nicht alles europäisch treffen, aber die wichtigen europäischen Fragen, dass die auch tatsächlich getroffen werden wie in normalen Demokratien. Das bedeutet, der Rat der Mitgliedsländer müsste eine zweite Kammer werden, wo vollständig öffentlich gehandelt wird. Da muss mit Mehrheit entschieden werden. Genau wie im Europaparlament brauchen wir praktisch beide Gremien vollständig demokratisch und wir brauchen eine echte europäische Öffentlichkeit, die aufgeklärt ist über die Konflikte auf europäischer Ebene und die versteht, und was dort ist, dass es da nicht um die in Brüssel geht, sondern um politische Konflikte zwischen Parteien, zwischen verschiedenen Interessensgruppen und wo sich Bürgerinnen und Bürger dadurch einmischen können. Deshalb finde ich auch, dass gerade die Europäische Bürgerinitiative, aber auch perspektivisch europäische Volksentscheide, das wären Instrumente, mit denen wir Europa auch demokratisieren können. Das spielt schon fast auf meine nächste Frage an. Und zwar frage ich mich, ich als normaler Bürger, als Nicht-Politiker, habe ja eigentlich kaum Einflüsse auf die Vorgänge, die in der EU vor sich gehen. Warum soll ich mich jetzt trotzdem dafür interessieren? Warum soll ich mich trotzdem engagieren? Also erstmal glaube ich, dass es so nicht stimmt. Ich glaube, als Bürgerin haben Sie auf Brüsseler Entscheidungen ähnlich viel Einfluss wie auf Berliner Entscheidungen. Wenn Sie in Brüssel als Bürgerin sich engagieren, also mit Abgeordneten ansprechen, dort mit einer Initiative vorstellig werden, werden Sie vielleicht im Moment sogar mehr gehört als in Berlin, weil es nämlich nicht genauso gewöhnlich ist. Und die Prozesse sind in vielerlei Hinsicht, gerade bei der Kommission, transparenter als in den deutschen Ministerien. Also wenn Sie das vergleichen, was öffentlich ist, sind wir in Brüssel eigentlich in vielen deutlich weiter und bürgerfreundlicher. Es ist nur, dass die Distanz, die gedachte Distanz ist noch so groß. Also die gedachte Distanz, sich in Brüssel einzumischen, ist größer, als sich in Berlin einzumischen. Und ich glaube, da kann aber eine neue Generation mit einer geteilten Sprache, viele zumindest ausreichend Englisch sprechen, um sich einzumischen, kann einiges ändern. Treffen denn europäische Konflikte, kann ich die nicht vielleicht sogar besser lösen mit Bürgerbewegungen, die vielleicht auch übergreifend sind, wenn man jetzt nach Spanien guckt, die Demokratie wagen, Sachen, die auch bis nach Deutschland geschwappt sind und in andere Länder? Das ist der Grund, warum diese Proteste für mich eine große Hoffnung sind. Ich hoffe einfach, dass daraus echte europäische Bewegungen entstehen, die nicht nur aus einem Land kommen, nur aus einer Länderbrille handeln, sondern eben versuchen, europäisch Proteste, Alternativen und dafür auch Druck zu entfalten.
übrigens die andere Seite sozusagen, die organisierten großen Partikularinteressen, die großen Wirtschaftsverbände, die haben das längst verstanden. Die sind längst europäisch aufgestellt, die auch koordinieren ihre Politik europäisch. Und die Zivilgesellschaft hat oft dort einen Nachholbedarf. Ist es also ein Aufruf an die Zivilgesellschaft, sich mehr zu engagieren? Ja, es ist ein Aufruf an die Zivilgesellschaft, aber natürlich auch an uns als Parteien. Nicht? Auch die Parteien sind noch nicht so europäisch, wie es sein müssten. Also auch wir haben da sehr viel Hausaufgaben zu machen. Oft ist es so, dass die griechischen Konservativen, die sind gegen Sparprogramme, Frau Merkel ist die als deutsche Konservative die Obersparmeisterin. Das heißt, auch in den Parteien haben wir diese Widersprüche. Und das ist schlecht, weil die Bürgerinnen und Bürger dadurch nicht verstehen, wer eigentlich mit welchem Mandat was vertritt. Ja. Abschließend, sehen Sie uns denn auf einem guten Weg hin zu einer echten europäischen Demokratie? Also im Moment, gerade heute, sind wir nicht auf einem guten Weg. Im Moment sind wir in einem Krisenmanagement, kann man niemandem sagen, es ist ein guter Weg. Aber grundsätzlich ist Europa immer demokratischer geworden. Es war rein elitär, als es begonnen hat. Es vertieft sich in der Hinsicht und ich glaube, dass das die Zukunft ist, weil keine der großen Probleme können wir mehr nationalstaatlich lösen. Und ich glaube daher, dass gerade die Jüngeren diese Debatte, ja, Europa, ja oder nein, gar nicht so sehr verstehen, sondern eigentlich mehr Europa wollen. Aber sie wollen ein Europa, wo sie sehen, dass es auch ihnen nützt. Also, dass es Sicherheit am Arbeitsplatz schafft, dass es Beschäftigungsmöglichkeiten schafft, dass sie Klimaprobleme löst. Das ist das Europa, was die Leute wollen. Nicht das der endlos Konferenzen und Verhandlungen hinter verschlossenen Türen. Vielen Dank. Gerne. Und jetzt hat alles nicht